So, das ist unser Übernachtungsplatz. Wir haben gut geschlafen. Ja, es war natürlich, als wir ankamen, gestern war es extrem laut. In der Nacht wird es ruhiger und dann geht es zum Morgen wieder lauter Berufsverkehr vermutlich. Und jetzt ist natürlich schon was los. Man muss nur denken, das ist wie wenn man an der Formel-1-Strecke steht. Ja? Und dann ist man gleich wieder beruhigt. Nur an der Formel-1-Strecke wird nicht gehupt, das ist der einzige Unterschied. Und jetzt gehen wir nach Siena rein und dann melden wir uns wieder. Ja, da ist dann vermutlich etwas ruhiger. Schon wieder sind wir im Öffentlichen. Hallo Sie. Und ich gehe nie mehr ohne Stock. Wird dann immer Platz angeboten. So, das hat schon mal geklappt. Im Zentrum sind wir mit dem Bus ganz gut angekommen. Und ich mache jetzt ein Foto, damit wir da wieder zurückfinden. Wir sind halt gut organisiert, gell, Ursi? Ja, klar. Matteo, wo müssen wir denn überhaupt hin? San Marco, glaube ich, heißt das. So, und da sehen wir schon die ersten schönen Gebäude von Siena. Und Siena, die Stadtgeschichte, wurde gegründet von? Ja, also es gibt hier die Legende, dass es vom Senius gegründet wurde und es ist ein Sohn vom Remus. Und Remus und Romulus, das kennt ihr ja, sollen die Gründer von Rom gewesen sein. Das sind die zwei Kinder, die von der Wölfin gesäugt wurden. Genau, und deswegen, weil das eben der Sohn vom Remus ist, ist hier auch als ein Wappentier, nämlich der Wolf. Ja? Ja, eine Wölfin. Oder Wölfin. Ja. Ja, genau. Ja, genau, die Wölfin. So. Ja, und das Stadtzeichen ist ein? Stadtwappe, ein halb gefülltes Weinglas. Also, lecker. Das sagt doch schon alles. Ja, genau, wir sind halt in der Toskana, ganz nah am Chianti da. Ja, ja. Und was gibt es hier noch zu Siena zu sagen? Also Siena und Florenz, das waren immer Konkurrenten. Heute sind sie es immer noch, aber nicht so, wie es damals im frühen Mittelalter war oder ganz früher. Und in Siena gab es im 14. Jahrhundert eine Pest, die meiste Bevölkerung dahin gerafft hat und somit hat in Florenz der Rang abgelaufen. Genau, und da fahren wir natürlich auch noch hin, aber zuerst schauen wir uns mal die Verlierer an, die schon schön genug sind. Ja, eben, Siena soll eine ganz tolle Stadt sein und die schauen wir uns jetzt an. Zu den einzelnen Gebäuden kann ich euch nicht viel erzählen, das war so viel, ich bringe dann eh alles durcheinander. Aber wir schauen mal, was wir rauskriegen. Wir zeigen es euch einfach und kommt jetzt einfach mal mit. Ja. So, und jetzt stehen wir hier am Plaza del Combo, oder wie heißt der? Und da findet jedes Jahr am 2. Juli und am 16. August ein Pferderennen statt. Ja. Und da treten die ganzen Stadtteile gegeneinander an. Sollte man unbedingt gesehen haben, allerdings ist da zu der Zeit sehr heiß. Ja, ja, und es ist ja auch ein sehr umstrittenes. Das Palio ist sehr umstritten alles, weil ja, Pferderennen hier nicht ganz so einfach. Ja, aber es ist trotzdem natürlich ein Riesenereignis. Und vor allem die ganze Stadt ist dann angeblich auf den Beinen. Und die Stadtbezirke, die kämpfen in ihren farbigen Trikots um. Ist wahrscheinlich super toll anzuschauen. Ja, vermutlich schon, ja. Ja. Aber jetzt ist im März und da findet sowas leider nicht statt. Nein.
So, und da haben wir natürlich auch einen Papst. Aber jetzt nur noch aus Stein. Früher hat er hier gelebt, das ist der Pius III. 16. Jahrhundert. Regulärer Papst. War der Neffe von Pius II. Wenn man nicht auf seine Frau hört, dann ist der Domplatz ganz schwer zu finden. Die Uhr, sie sagt rechts, ich sag geradeaus, weil da war ein Schild Domo, ja. Und wie wir dann geradeaus gelaufen sind, dann standen wir vom Domhotel. Und jetzt haben wir dann praktisch den Dom umkreist, bis wir jetzt hierher gekommen sind. Es ging runter und hoch, aber wir stehen da. Das nächste Mal höre ich auf die Uhr, sie vielleicht. Ja, ist vielleicht schon geschickter, ja, manchmal ja. Schon. So, und jetzt wollte euch die Ursi noch was zum Dom sagen, und zwar? Ja, also der Dom, also Siena wollte die größte Kirche, Kathedrale bauen. Und sie haben auch schon Pläne und alles gemacht. Aber es kam dann ja im 14. Jahrhundert die Pest dazu. Und somit wurden diese Pläne alle ad acta gelegt. Und der Untergrund war auch nicht so toll. Also es gibt nicht die größte Kirche hier in Siena. So wie sie jetzt ist. Ja, so wie sie jetzt ist, so ist sie. Na, ist doch schön. Eine Stadtbesichtigung macht ganz schön hungrig. Deswegen haben wir einfach mal eine Pizzeria aufgesucht. Chianti. Lecker. Birra. Lecker. Sieht ja sehr lecker aus. Ist bestimmt auch sehr gut. Probier mal, damit wir das wissen. Das wird zwar kritisch, du.
Werde ich davon nicht bestellen, wenn man es nicht kann. Und? Tagliatelle mit Lachs und Zucchini. Na also, ich schau mal, wie mein Parmesan-Pizza schmeckt. Das war ein sauberes, gutes Lokal und es war die beste Pizza, die ich bis jetzt gegessen habe, seit wir in Italien sind. Nur sie ist auch zufrieden. Ja, ich bin total zufrieden. Und wir waren die zweiten Gäste, die in dem Lokal waren. Und jetzt ist es knallevoll. Ja, also scheint beliebt zu sein. Ja, also wir sind um 2:45 gegangen und um 1:45 ungefähr gekommen. Da war es leer und jetzt ist alles krammelvoll und wirklich gut und kann man nichts sagen. Für 130 € haben wir wunderbar gespeist. Ja, war sehr gut. Ja, und warm war es auch, direkt unter dem Gasbrenner. Ja, ist überhaupt nicht kalt. So, es ist halt Frühling, 15 Grad hat es, glaube ich, also kalt. Und nach dem Essen sollst du rauchen oder 1000 Schritte laufen, ja? Wir rauchen nicht. Nein, aber wir laufen jetzt die 1000 Schritte. Genau, zurück zum Mobil. So, wir sind jetzt hier in Siena in einer Fiat-Werkstatt und mal schauen, ob die uns helfen können. Also bei uns leuchtet immer auf Motorölwechsler. Also, jetzt wissen wir nicht so ganz genau, weil eigentlich haben wir das ja schon machen lassen, ob die Firma, bei der wir waren, ob die das vielleicht nur vergessen haben, zurückzusetzen. Also der Helle ist jetzt auf jeden Fall mal drin und spricht mit denen. Vielleicht können die nachgucken, schnellstmöglich. Denn heute ist ja auch schon, klar, Freitag. Mal abwarten, was draus wird. 7. Also diese Werkstatt kann uns hier leider nicht helfen, aber sie hat dem Helle eine Adresse gegeben, die ungefähr 10 Kilometer von hier entfernt ist. 6 Kilometer. Oh, sorry, falsch verstanden. Also 6 Kilometer. Nein, er hat 10 Kilometer gesagt. Das hast du von mir richtig verstanden. Aber es sind nur 6 Kilometer. Okay, da fahren wir jetzt einfach hin. Genau. Und vielleicht können die uns weiterhelfen. Genau. Weil die kennen sich hier anscheinend mit Camper nicht aus. Die haben nur Fiat, BKWs. Und Alfa Romeo und Jeep und was Gott was alles. Also alles, was jetzt uns nicht unbedingt weiterhilft. Nein. Jetzt probieren wir unser Glück weiter. So, also wir waren jetzt an der nächsten Werkstatt und die können uns helfen. Allerdings natürlich erst am Dienstag. Wir haben jetzt am Dienstag um 9 Uhr einen Termin. Das heißt, wir verbringen jetzt die nächsten paar Tage hier irgendwo in Siena, bei Siena. Wir werden mal schauen. In Siena, wir schauen uns am Montag schön die Stadt an. Und am Montagabend fahren wir hierher ins Gewerbegebiet und da schlafen wir und dann sind wir um 9 Uhr da. Okay, so ungefähr wären wir das. Beschlossen und genehmigt von der Ursi. So. Und jetzt schau, dass du hier richtig rauskommst. Ja, genau, ich muss jetzt leider rückwärts fahren. Ja. Okay, also, dann sehen wir uns hier wieder nächste Woche Dienstag. Also das beunruhigt schon uns schon ein bisschen, wenn dauernd das Öllämpchen blinkt, ja. Und da heißt Motoröl wechseln lassen und Werkstattzeichen. So fahren wir jetzt eigentlich schon seit dem ersten Tag. Und um das Ganze endlich einmal auch zu einem Ende zu bringen, haben wir uns eine Werkstatt gesucht, was gar nicht so einfach war, in Italien eine Fiat-Werkstatt zu finden. Wir haben mehrere Anläufe gehabt, aber jetzt haben wir eine gefunden und jetzt haben wir einen Termin und da fahren wir jetzt hin. So sieht unser Urlaub aus, früh um 7 Uhr aufstehen, nicht ausschlafen können. Aber was sein muss, muss sein. Jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Dafür haben wir hier sehr ruhig geschlafen. Wir stehen hier nämlich in der Seitenstraße, irgendwo am Sportplatz. Ich konnte noch ein Fußballspiel gestern bewundern. Oder jawohl, hören. Zuhören. Zuhören, ja. Aber sonst war es
Totenruhe. Genau, und jetzt geht's los. Ja. Wir sind hier in Italien und wir zwei sind deutsch. Und ausgemacht haben wir, wir kommen um 9 Uhr hierher. Und ich habe mir schon gedacht, so ganz genau werden sie nicht nehmen mit dem Termin. Ja. Wir waren natürlich Punkt 9, waren wir da, trotz Umleitung. Ja. Und die haben uns auch freundlich begrüßt und haben gesagt, ja, das geht jetzt dann gleich so weit. Dann habe ich gefragt, wie viel Uhr? Ja, so in 2 Stunden geht's los. Okay, jetzt stehen wir halt hier vor der Werkstatt und schauen, wie wir die 2 Stunden rumkriegen. Kein Problem, aber das ist halt Deutschland und Italien. Und das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe. Hier gelten Verkehrsregeln, also durchgezogene Linien, Geschwindigkeitsangaben und Parkverbotsschilder, die gelten hier entweder als Empfehlung oder als Wunschvorstellung der Gemeinde, ja. Aber daran halten tut sich da so gut wie niemand. Okay, jetzt warten wir halt. Ja, sehr sympathisch, Italien. Ja, also braucht niemand mehr was sagen, wenn ich bei einem 6 Meter Begrenzungsschild mit meine 7,50 Meter durchfahre. Naja, das ist wieder mein Gelebersand. In Italien, ja? Ist es gang und gäbe. Ja, von wegen. So, also, die gute Nachricht ist, das Öllämpchen leuchtet nicht mehr. Aber die schlechte Nachricht ist, dass der uns ganz schön ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans, ja? Der hat sich gedacht, so blöde Deutsche finde ich sonst nicht mehr. Und dann haben wir das halt bezahlt, so wie er es verlangt hat. Und er wollte uns ja nicht einmal eine Rechnung geben. Ja, der hat sich gedacht, den kassiere ich einfach. 500 Euro. Ja, und dann schicke ich sie wieder raus in die Brille, da sind die eh zu blöd dazu. Aber wir haben dann gesagt, wir wollen ja Rechnung haben. Dann hat er da Rechnung zusammengestückelt, wie so ein Motorwechsel in Siena 500 Euro kostet. Also wir können euch nur eins sagen, wenn ihr in Siena eine Werkstatt sucht, fahrt lieber nach Florenz. Schlimmer kann es euch da nicht ergehen, als in dieser Werkstatt in Siena. Ja, also das ist jetzt ein kein so schönes Kapitel auf unserer Toskana-Reise. Ja. Aber wir werden es verschmitzen. Wir haben auch schon überzogene Rechnungen in Deutschland bekommen und die haben wir auch verschmatzt. Und ja, klar, bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig. Was soll man da machen? Mhm. Wir haben gleich gesagt, die Rechnung ist aber ein bisschen arg hoch. Aber natürlich, erstens mal versteht man die Italiener nicht. Doch, der hat Englisch gesprochen. Ja. Der vom Büro, der hat sich mehr oder weniger entschuldigt bei mir. Ja. Aber der Chef hat einfach den Betrag genannt und der wollte dann nur die 500 Euro mit der Kreditkarte und dann so nach dem Motto, fahr weiter. Am liebsten wären wahrscheinlich Bargeld gewesen. Ja, und ich habe gesagt, nee, ich möchte eine ordentliche Rechnung haben. Und dann hat er jetzt eine Rechnung zusammengestückelt, wie er auf 508 Euro gekommen ist. Ich habe mir dann das Dankeschön verkniffen, dass er mir 8 Euro nachgelassen hat. Ja. Ist ja also das muss man mal so sagen, ja. Die Ursi hat gesagt, sie hätte am liebsten gar nichts dazu sagen und ich sag doch, also man kann das schon artikulieren und man kann auch diese Werkstatt zeigen und euch empfehlen, da besser nicht hinzufahren. Am besten ist, ihr braucht überhaupt keine Werkstatt unterwegs. Am besten in die heimische Werkstatt noch fahren, denn eigentlich haben wir ja erst unseren Ölwechsel vor einem Jahr machen lassen und da hat es geheißen, es ist 2 Jahre herum mit dem Auto. Und dann leuchtet das Lämpchen auf. Mir war klar, großartig kann nichts passieren, weil es ist genügend Motoröl vorne drinnen gewesen. Aber um auf Nummer sicher zu gehen in Italien oder wenn man unterwegs ist, haben wir gedacht, komm, lass den Ölwechsel machen. Und dass wir den jetzt so teuer bezahlt haben, okay, das ist halt jetzt, gehört halt dann zu einem Geschäft im Urlaub dazu. Naja. Wie man es überleben muss, oder? Ja, gibt's halt eine Pizza weniger, oder? Oh Gott.
Nein, ein Fianti nein. weniger. Ja, wahrscheinlich. Nein. Okay, ihr seht, wir lassen uns die Laune deswegen jetzt nein, nicht verderben. Aber ärgerlich ist trotzdem. Natürlich. Es ist immer ärgerlich, wenn man über den Tisch gezogen wird. Genau. Oder wenn man sich über den Tisch gezogen vorkommt. Genau. Ja, vielleicht meint ja jemand von euch, das ist in Ordnung so. Mhm. Wir kommen uns auf jeden Fall über den Tisch gezogen vor und es ist kein schönes Gefühl. Ja. Aber wir verschmerzen das und. Eben genau, wir werden uns jetzt weiter das Chianti-Tal genießen. Genau, und euch die Warnung. Siena Fiat-Werkstatt, vorsichtig. Es gibt hier überhaupt sehr wenig Fiat-Werkstätten. Wir waren ja vorher in einer anderen, die hat es nicht mehr gegeben. Dann waren wir in einer Fiat-Werkstatt, die hat seriös ausgeschaut, in Siena direkt. Die haben gesagt, sie können mit Camper nichts anfangen. Und der hat uns dann an diese Werkstatt verwiesen, die schon ein bisschen heruntergekommen ausgeschaut hat. Aber gut, dass man deswegen gleich über den Tisch gezogen wird, das kann man ja nicht davon ausgehen. Nein. Und somit schließen wir dieses Kapitel jetzt halt einfach ab. Genau, dafür stehen wir in Chianti-Tal, an einem furchtbar romantischen Platz. Da zeigen wir heute mal so romantisch ist der. Nee, kostenlos dafür. Ja, da machen wir jetzt einfach nur eine Pause und ja, und überlegen uns oder vielmehr, wir schauen jetzt, wie wir weiter vorgehen mit unserer genau. Reise. Genau, die Reise geht weiter. Ja, genau. Und das Chianti-Tal wartet auf uns. Natürlich lassen wir uns bei dem schönen Wetter und in einer tollen Landschaft die gute Laune nicht verderben. Unsere Reise geht weiter in das Chianti-Tal und im nächsten Video findet ihr uns wieder fröhlich und unbeschwert vor. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald wieder. Ciao aus dem Chianti-Tal.